Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir in die Woche vom 18. bis zum 24. März. Schauen, welche Informationen und Impulse die geistige Welt für euch bereithält. Es ist und bleibt eine allgemeine Legung. Dementsprechend nehmt mit, was zu euch gehört und den Rest lasst ihr für jemand anderen übrig. Persönliche Legung gibt es auch bei mir. Da habe ich Zeitkontingentkarten, die man flexibel abtelefonieren kann. Einmal 60 Minuten, einmal 120. Je nachdem, wie viel man so braucht, kann man dann halt eben beispielsweise 20, 30, 40 abtelefonieren und den Rest dann, wenn man wieder Bedarf hat. Ich habe letztens nochmal eine 30-Minuten-Legung angeboten und wir haben auch wieder fast eine Stunde gesprochen. Deshalb nehme ich von diesen festgelegten 30 Minuten oder Abstand. Das wird meistens länger, deswegen die Zeitkontingentkarten. Wer also Interesse an einer persönlichen Legung hat, findet die Möglichkeit in meinem Shop. Link in der Videobeschreibung. Und in meinem Shop gibt es auch mein Tarot-Lern-E-Book mit den Videos dazu und einen Haufen anderer Sachen, wie zum Beispiel auch noch die erweiterten Märzmonatslegungen etc. pp. Lange Rede, kurzer Sinn. Schaut euch da einfach mal um. Das gesagt, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für die Woche vom 18. bis zum 24. März. Steinbock, 18. bis 24. März. So, ihr seht, es ist heute ein anderes Setting. Heute, wo ich das Video mache, am 17. März, hat meine liebe beste Freundin, die Sabrina, Geburtstag. Wer schon mal im Live war, weiß, sie moderiert da auch. Und da bin ich bei ihr und deswegen heute anderes Setting. So, also meine Lieben, die Hauptenergie in der Woche, 18. bis 24. für euch, liebe Steinböcke, ist das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals zeigt eine absolute Kurskorrektur an. Das Rad des Schicksals zeigte aber auch an, dass ihr einige Karma-Aufgaben, mal mindestens eine, in der Woche angeht oder abschließt. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall ist das eine Energie, ein Wendepunkt. Ja? Ihr bereitet energetisch in irgendeiner Art und Weise einen Wendepunkt vor. Ein neues Kapitel kann gestartet werden. Das ist eine sehr mächtige Energie und es kann auch mal rumpeln. Ja. So, aus welcher Situation kommt ihr? Wir haben die Sonne auf dem Kopf, wir haben den König der Schwerter auf dem Kopf. Das sieht mir hier sehr danach aus, dass hier entweder eine Beziehung sehr abrupt geendet ist oder einige von euch unerwartet gekündigt worden sind. Auf jeden Fall ging es hier wirklich von, also mir nichts, dir nichts gefühlt, 180 Grad, ja, bergab. Also einmal nach unten. Ja, das sind Kontaktabbrüche, das sind Vertragsabbrüche. Das sind emotional sehr aufwirbelnde Zeiten gewesen, Zeiten auch, wo ihr vielleicht sehr, sehr gelitten habt und also wirklich an gar nichts mehr geglaubt habt. Ich spüre hier auch, ja, Hoffnungslosigkeit, ich spüre hier auch sehr, sehr viel Schmerz. Und auch Ärger. Also Ungerechtigkeit. Das kommt hier hoch. Und Entsetzen. Zum Teil auch pures Entsetzen und Fassungslosigkeit. So, gegenwärtige Situation bis nahe Zukunft. Da haben wir die 5 der Münzen und da haben wir den Pagen der Schwerter. Ja, ihr fühlt euch auf jeden Fall
emotional vollkommen im Kalten stehen gelassen. Ihr fühlt euch vielleicht benachteiligt. Ihr fühlt euch auf jeden Fall ungerecht behandelt. Hier kommt auch schon wieder ganz, ganz viel Traurigkeit durch. Die transformiert ihr aber tatsächlich in Wut. Also das ist jetzt so ein Prozess aus der Vergangenheit, Fassungslosigkeit, ja, das Reh im Scheinwerferlicht, Schockstarre, dann der tiefe Fall, die emotionale Kälte, vielleicht sogar auch die finanzielle Krise. Auf jeden Fall wirklich einmal Game Over. Und dann habt ihr es aber irgendwie geschafft. Ihr seid dabei, euch zusammen zu puzzeln und über die Brücke Wut. Ja, Wut ist eine wunderbare Brücke, weil von allen niederfrequenten Gefühlen ist Wut das Gefühl, das Niederfrequente, was einen irgendwie so langsam zurück in die Stärke, in die Selbstermächtigung bringt. Und ihr steht in irgendeiner Art und Weise für euer Recht ein. Es kann auch sein, dass ihr Beweise gesammelt habt, je nachdem, aus welcher Situation ihr kommt, habt ihr Beweise gesammelt. Ja, der Page der Schwerter kann auch für das Beobachten stehen, für das Beweise sammeln. Es gibt ja auch einige, das ist aber sehr speziell, die waren irgendwie einem Stalker ausgeliefert oder sind einem Stalker ausgeliefert. Da lässt euch jemand nicht in Ruhe und es raubt euch wirklich den letzten Nerv. So, wir gucken mal, was ihr da in der Woche energetisch vorbereitet und wir klären das und fragen, warum die 10 der Münzen? Warum die 10 der Münzen? Königin der Schwerter. Mhm. Warum die 9 der Schwerter auf dem Kopf? Zack. 10 der Stäbe. Und warum das Gericht? Der Herrscher. Guckt euch das mal an. Ich krieg hier gerade so den Impuls zu sagen, ihr schlagt jemanden mit den eigenen, seinen oder ihren eigenen Waffen. Mal gucken. 10 der Münzen geklärt mit der Königin der Schwerter. Ja, ihr steht für euer Recht ein. Und es sieht mir hier sehr danach aus, als gäbe es hier nochmal, also das ist Phönix aus der Asche par excellence. Ja? 10 der Münzen, das ist die höchste Wertekarte, Königin der Schwerter. Das ist wirklich die klare Kommunikation, dass sich über eine Situation erheben und mit Beweisen, mit klaren Worten, mit Fakten, mit viel Verstand, vielleicht auch Sachverstand, für sich einstehen. Und es kann durchaus auch sein, dass es da Menschen um euch herum gab, die, wie soll ich das sagen, die euch vielleicht erst nicht geglaubt haben oder die Situation runtergespielt haben oder nicht so ganz wussten, ja, auf welcher Seite sollen sie jetzt stehen. Die sagen, okay, wow, es tut mir unglaublich leid, du hast mich überzeugt. Natürlich stehe ich hinter dir. Und gerade wenn es hier um Geld geht, dann werdet ihr dafür einstehen, die Kohle zurückzukriegen. Und sogar noch mehr. Also das kann sogar sein, dass ihr da mit Anwälten und Gericht rumhantiert. Ja? Die 9 der Schwerter und die 10 der 9 der Schwerter auf dem Kopf und die 10 der Stäbe, ihr seid euch sicher. Ja, ihr seid euch sicher und ihr habt jetzt alles zusammengesammelt, um auch wieder inneren Frieden zu bekommen. Also diese Sorgen, diese Zweifel, diese Hoffnungslosigkeit, diese Aussichtslosigkeit, ja, das, was euch da wirklich die Nächte und den Schlaf geraubt hat, ich will jetzt nicht sagen, das löst sich fast in Luft auf, aber ihr habt so ein Gefühl von, oder ihr bekommt so ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe, weil ihr wisst, okay, ihr habt genug Belastendes in der Hand, um für euch einstehen zu können. Ja. Um, wenn es hier um Gegenschläge geht, kann ja auch in der Liebe sein,
dass ihr bestens ausgestattet seid, um auch wirklich euch zurückzuholen, was euch gehört. Ist es anstrengend? Ja. Aber geht ihr den Weg? Auf jeden Fall. Warum? Weil ihr einfach, ich kann es nicht oft genug sagen, ihr habt alles an der Hand, was ihr braucht. Also das ist, die absolute Sicherheit und Überzeugung. Und auch Menschen, die hinter euch stehen. Vielleicht gibt es ja auch Zeugen oder Beweise, ich weiß es nicht. Also es ist eine ganz spannende Situation hier, Steinböcke. Gucken wir mal weiter, das Gericht und der Herrscher, ja, absolute Sicherheit. Es wird nicht einfach, aber da kommt Heilung, da kommt Sieg und da kommt der Gewinn, schlicht und ergreifend. Mit wem auch immer ihr es zu tun hattet, wer auch immer euch übel mitgespielt hat, in welchem Bereich auch immer, bekommt die Quittung. Ja. Und vor allem bekommt ihr eins, und zwar eure innere Stabilität, eure Sicherheit. Ihr wächst an dieser ganzen Sache. Ja, nochmal zurück zu eurer Hauptenergie, Rat des Schicksals. Und dann sehe ich hier das Gericht. Also das ist eine Karma-Geschichte. Das ist auf jeden Fall irgendetwas, was in eurem Lebensplan steht, dass ihr mit Bravour meistern könnt in der Woche. Oder zumindest in der Woche alles vorbereiten könnt, um den Weg zu ebnen, dass ihr es danach meistert. Wir haben als ergänzende Energie zu eurer Hauptenergie den Teufel auf dem Kopf. Meine Lieben, ihr bringt wieder Licht in Schattenseiten. Ja? Das Licht, was euch, das große Glück, was euch in der Vergangenheit geraubt worden ist, ja? Wo man vielleicht auch euch irgendeine Art von altem Schmerz nochmal ausgesetzt hat. Davon befreit ihr euch. Es geht in die Heilung. Also was bedeutet Heilung? Heilung bedeutet nichts anderes als, okay, ich akzeptiere die Situation und ich lerne damit umzugehen. Das bedeutet nicht, dass ich ein Leben lang nicht mehr da getriggert werden kann. Aber wenn es passiert, weiß ich damit umzugehen, weil ich habe damit Frieden geschlossen. Wow. Das ist eine Teufelsaustreibung, das ist der Wahnsinn. Und bei den Steinböcken hier, wo es bei euch um Geld geht, das sieht sehr, sehr gut aus. Das wird ein anstrengender Weg, aber das sieht hier sehr, sehr gut aus. Wir fragen mal nach einem Impuls. Meine lieben Steinböcke, wenn euch das helfen konnte, wenn es mit euch resoniert hat, dann lasst es mich wissen. Guckt mal, das ist nicht euer Ernst. Ich liebe meinen Job. Wenn es mit euch resoniert hat, wenn ich euch helfen konnte, dann lasst es mich wissen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerade mal auf die Kamera geguckt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und gerne einen Kommentar da. Die Sonne, das ist das absolute Glück. Der Tod ist euer Neuanfang, eure Wiedergeburt. Es geht in ein neues Kapitel. Welche Aufgabe ihr hier auch immer habt, welches Ziel ihr auch immer erreichen wollt, das ist das ganz große Glück. 10 der Münzen, die Sonne, der Tod. Das ist jetzt hier keine klassische schnell zu Geld kommen Legung, aber das ist die absolute Glückskombination. Ja, so oder so. Also, wow, einfach nur wow. Liebe Steinböcke, wenn es mit euch resoniert hat, lasst es mich wissen. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich sage ja immer, schaut euch euren Aszendenten an für Gefühls- und Beziehungsthemen Mond, Venus. Wisst ihr was? Das ist so ein großartiges Reading. Saugt diese Energie auf, lebt diese Energie, nehmt diese Energie mit. Lasst euch davon tragen und erreicht einfach euer Ziel. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.